Jetzt habe ich komischerweise eine Base-Geschwindigkeit von 4,6. Weil ist das doch die Anführergeschwindigkeit vom Anführerpferd. Obwohl hier Speed 47. Weißt du, wenn ich den nehme, das ist Speed 48. Ne, bleibt bei 4,6. Übrigens wäre irgendwie ein Pfeil für eine nördliche Ausrichtung richtig gut für die Karte. Ich verkaufe mein Cape. Das Cape ist zwar ganz schön, aber ich möchte ein bisschen mehr Body Armor haben. Ich falle mir echt zu schnell um. Du kannst ja ein Quicksave machen mit F5, aber leider wird das Quicksave ständig überschrieben. Oder kann ich Autosave ausmachen? Nee, das ist ja noch schlimmer, dann vergesse ich immer zu speichern. Da, die hole ich mir. 5,5 Geschwindigkeit haben wir schon. Durch die Reittiere, die wir dabei haben. Ich mache euch platt! Ich zeige euch, wer hier der Boss ist. Former Shield Wall! Archers! Oh mein Gott. Ich habe aus Versehen meine Archer vorgeschickt, nur. Weil ich aus Versehen die anderen abgewählt habe. Shitte. Och, komm schon. Na, wir haben Gott sei Dank nur einen einzigen verloren. Zockst du noch oder schon wieder? Ich zocke noch immer. Und die da. Mach sie alle platt. Da
Aber langsam sollte ich aufhören zu spielen. Ich krieg nämlich dieses kalte Finger und kalte Hände und kalte Arme. Vor allem, wenn man denkt, dass ich heute Morgen um 10 dann wieder anfangen will zu streamen. So, weil du kannst auch mit 1 oder 2 eine direkte Selektion machen für die Truppen. Archers! Hold arrows! Close in! Infantry! Give them hell! Move, archers! Follow me! Ja, es ist nicht so einfach, seine Truppen zu kontrollieren. Ich glaube, ich habe mal Leuten gesagt, dass sie weggehen sollen. Ich glaube, ich habe vorhin durch meine Aktionen, die ganzen Schützen nach vorne zu schicken, ganz schön viele... Nee, stimmt gar nicht. Ich habe nicht viele verloren. Ich habe einfach nur viele im Moment verwundet. Eure Materialien. Also will ich in 7 Minuten höre ich auf. Sieht das alles überhaupt nicht heute Nacht hochgeladen? Da komme ich wieder komplett durcheinander mit den Videos. George! Gute Nacht, Saroland. Schön, dass du da warst. Riding Skill ist übrigens gut für während des Reitens zum Beispiel auch Bogenschießen. Muss mehr schnell reiten. Dadurch kriege ich den Skill. Also beziehungsweise dadurch erhöhe ich auch den Reiterskill. Die Info steht ja drin. Wenn du später gegen richtige Bogenschützen spielst, du meinst wie zum Beispiel gegen die Wilderer,
Bei Wilderern ist das nämlich auch ein ganz schönes, ein ganz schöner Bogenhagel. Da hat man nämlich schon ein paar Mal. Footman! Attack! Archers! Follow me! Habt ihr gerade einen Pfeil an mir vorbeigeschossen? So, keinen verloren. An sich ist das eine Schande, gegen die einen Soldaten zu verlieren. Aber es muss gar nicht sein. Oder ist auch schon bedeutend besser. Bei gar nicht so hohem Preis. Ich habe echt zu wenig geguckt nach Ausrüstung für meinen Typen. Moment, das sind Fine Town Boots. Na, die kannst du in der Stadt theoretisch tragen. Na komm, hol sie dir. Ich will einfach nur noch ein bisschen Leute schnetzeln. Und ein bisschen Commands üben. Naja, die Bogenschützen vielleicht hier oben stehen können. Das wäre ganz gut gewesen. Mein Reich hat doch gar keine Größe. Ich habe mich einem Reich angeschlossen erstmal. Und nach einigen Rückschlägen geht's langsam vor. Guck mal, ein paar Bauern, die mit mir kämpfen wollen. So.
Den einen hole ich mir noch, dann gehe ich in ein Dörfchen und mache mich langsam mal ins Bett. Beziehungsweise, das stimmt gar nicht, ich werde eine Stunde erstmal dran sein, mit Sachen mucksen und dann auseinanderschneiden. Hm. Ach komm, wir senden einfach die Truppen so. Dabei verlierst du eigentlich auch relativ selten in der automatischen Berechnung Truppen. Ein paar Verwundete. Dann gehen wir nämlich hier nach Jai Marix rein. Bei 6 kommen wieder zurück, ne? Sobald meine Schildmaid wieder da ist und meine, sagen wir, Beauftragte für dunkle Angelegenheiten. Dunkle Künste. Bier und Wein ist doch viel zu teuer für euch. Pack. So. Moment. Ah, ist noch Tournament. Last but not least. Lass ich mich noch in der Arena verprügeln. Oh, es ist ein... Ja, jeder gegen jeden zu viert. Thaddeus Tentakel kämpft mit. Ob du noch was sehen kannst? Mein Gott, hält er was aus. Moment, ich warte, da kriegst du Besuch von hinten. Prügel die Scheiße aus ihm raus. Jetzt aber nicht aus mir. Mein Gott, der ist ja schon wieder jenseits von Gut und Böse. Vom Tempo her, du kommst da nicht an. Ja, tut mir leid, Robby die Katz. Ich weiß nicht, wo der Kram herkommt, weil du kannst normal Rüstung bzw. schmieden, kannst du. Aber ich habe mich qualifiziert noch, weil ich 2 Punkte gemacht habe. Ich habe ja schon selbst geschmiedet hier, also kann ja die Info, dass hier Leute sagen, du kannst keine Features machen wie Rebellion oder Kingdom Creation oder Waffenschmieden, kann ja schon nicht stimmen. Kannst ja schon schmieden. Ja, wann sollen das denn die Entwickler gesagt haben und wo? Weil im Early Access Post, der gepostet wurde auf Steam, steht es nämlich auch anders. Wie, keine Ahnung. Das haben die Entwickler gesagt und du sagst mir, wo, ich frag dich, wo haben die das gesagt und du sagst mir, keine Ahnung. Fake News, sag ich dazu. Einfach nur Fake News bist du.
Wer ist Feind? Ja, wenn du keine Ahnung hast, was drin ist, dann sag doch nichts. Ja, aber Gamester hat schon... Meine Güte. Ich bin... Ich habe jetzt ein bisschen gefühlt wie Conan der Barbar. Gamester hat es nicht mal geschafft, die richtige Release-Zeit zu schreiben. Vor allem darfst du den News nicht glauben bei GameStar. Weil die sind so gut recherchiert, dass die von anderen Seiten kopiert sind zu 50%. Ich will jetzt nicht sagen zu 100%. Aber die News-Sektion ist wirklich unter aller Sau. Tut mir sehr leid. Wahrscheinlich haben die einzigen neuen Informationen in ihren komischen Plus-Report gemacht. Schafft er nicht. Ja! Okay, ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass ich ihn schaffe. Oh, ich muss gegen die Schildmaid kämpfen. Vor allem, ich kenne ihre Werte. Die hat One-Handed irgendwie 150 oder 250. Wird mich wieder so wegmachen. Ja, der Text steht auf der offiziellen Homepage, die nicht gepatcht ist. Weil die Homepages von irgendeiner Firma betrieben werden, die nicht mit denen zu tun hat, sofort. Und das kann sein, dass die Infos nicht neu, also beziehungsweise... Jedenfalls, ich kann Waffen craften. Vor allem, was machst du hier? Du machst doch gerade einen Auftrag für mich angeblich. Ja! Nimm das, Agna! Rape, Rape, Rape. Es ist nicht meine Alte, es ist eigentlich ein Kompagnon von mir. Also einer, der in meinem Clan ist. Aber irgendwie taucht die immer bei den Turnieren auf und will mich nerven. Wer braucht schon ein Schild, wenn man eine Zweihand-Axt tragen kann? Tut mir leid, jetzt muss ich noch irgendjemand raiden. Oh, ihr auf eurem Kackhügel hier. Bei Turnier kriegst du die Waffen gestellt, die Rüstung behältst du nur. Du hast nur gewonnen, weil du kein Geld gewettet hast. Richtig. Ich habe nämlich keinen Cent investiert, um zu wetten. Und dementsprechend habe ich natürlich gewonnen. Nein, mein Clan ist leider noch nicht Tier 2. Infantry! Give him hell! Archers! Forward!
Infantry! Charge! Tja. Ach, da ist nicht mal einer geflohen. Dabei wollte ich meine Axt gerne in jemanden reinschlagen. Ja, richtig. Das ist, ich kenne den Post, den habe ich ja gelesen. Und da gehen die nicht explizit auf Features ein, die fehlen, sondern die sagen halt letztendlich, klar, es kann sein, dass an manchen Stellen noch nicht alles vorhanden ist. Aber etwas an, früher am Post sagen sie, dass du, sag ich mal, Kampagnen-Mode von Anfang bis Ende spielen kannst. Ist auch egal. Warum unterhalten wir uns darüber überhaupt? Weil letztendlich, ihr seht ja, was bis jetzt alles möglich war. Nur wenn halt als Post kommt, dass das Schmieden noch nicht funktioniert, kann ich nur sagen, doch, das Schmieden funktioniert. Tut mir leid. Ist falsch auf der Webseite von denen. Ist leider so. Warum kann ich bei Two-Handed Pole Arm das als One-Handed Pole Arm angeben? Oh. Ach so, du musst die einzelnen Elemente anklicken, damit du die Größe verändern kannst. Du kannst den Speer verlängern. Beziehungsweise die Spitze. Der Augenpiekser. Eine mächtige Waffe. Eines Imperators nicht würdig. Aber ich brauche irgendwas mal, um vom Pferd vielleicht irgendwas zu treffen. Achso, ich kann hier einstellen, ob ich das als einhändig oder als zweihändig benutze. Das ist die Geschichte, okay.
Moment, jetzt kommt doch noch meine Kollegin zurück, oder? Ja, in einem Tag. Da ist er. Ich brauche Dörfer. Ich weiß, ich habe vor 30 Minuten gesagt, dass ich in 8 Minuten aufhöre. Was willst du mir jetzt damit sagen? Ich bin auch nur ein Mensch. Nur noch eine Runde. Was habt ihr denn für einen Cookie bei euch auf dem Schild? 38 Infanterieeinheiten. Ich bin hier, um meine Forderung zu stellen. Tut mir leid, ich habe mich versprochen. Nein. Ich gebe dir die Chance aufzugeben oder zu sterben. Bist du verrückt? Ich bin nicht dein Feind. Tut mir leid, Sir. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Ach, schade. Ich dachte, ich könnte die einfach angreifen. Meine Base-Geschwindigkeit ist wieder auf 4,5 runtergefallen. Wahrscheinlich, weil meine Freunde so schlechte Reiter sind. Okay, letztes Mal prügeln. Wirklich letztes Mal prügeln. Ich weiß nicht, was das ist. Es ist halt eine gewisse Suchtspirale, die dieses Spiel auswirkt auf mich, auf mir. Ach, was auch immer. Footman! Charge! Bowman! Forward! Soldiers! Follow me! Ach, ich hab den nur gerammt.
Ist auf jeden Fall angenehmer. Sehr schön. Plus 5 Skill Points für die Polearm. Ja, es bringt was, die Fliehenden zu töten, weil du trotzdem deine Waffe an denen benutzen kannst. Ist genauso wie bei Total War. Einfach alles abschlachten, was flieht. Ich meine, es hat keine Überlebende gegeben. Sie haben sich in den Heldentod begeben. Wie sich das gehört. Für Verlierer. Ich sehe da leider noch eine Truppe an der Seite, die ich töten muss. Bevor ich schlafen gehe. Wenn welche entkommen, kannst du die Fliehenden vielleicht noch töten. Also mir ist aufgefallen, dass teilweise doch entkommene Truppen auf dem Feld weiterhin existieren. Warum bin ich denn überm Troop Limit? Wegen den Peasants, die irgendwie wieder von irgendwo auftauchen? Oder habe ich aus Versehen Leute rekrutiert? Wahrscheinlich. Ich kriege euch trotzdem. Er, der Rechte. Den seinen Kopf trage ich als Hut. Infantry! After me! Footman! Charge! Archers! Move! Ja, jetzt treffe ich natürlich nicht. Ey, ich habe genau gesehen, wie du auf mich geschossen hast da hinten. Ach, das ist doch alles keine Herausforderung mehr. Speer ist echt das Beste auf dem Pferd. Ist es auch, ja. Übrigens, wo wir jetzt gerade am Ende vom Stream sind, ich habe gestern am freien Tag 4 Filme geguckt. Und zwar, ich erzähle mal eben kurz auf. Ich habe zuerst Iron Sky 2 geguckt. Das hätte ich nicht machen müssen. Aber mir ist irgendwie aufgefallen, dass er im Vergleich zu Iron Sky 1 gar keinen Höhepunkt mehr hat. Iron Sky 1 war bis zu 70% des Films gut. Und dann ist er irgendwie so ganz trashig geworden. Aber Iron Sky 2 ist von Anfang bis Ende trashig. Wo du einfach nur denkst, wieso? Da habe ich mich gesteigert, bin auf Nummer sicher gegangen und habe den zweiten Teil von Pacific Rim geguckt. Wobei der schlechte Kritiken bekommen hat, der zweite Teil Pacific Rim Uprising zum ersten, aber ich fand den zweiten gar nicht schlecht. Also, irgendwo hatten ja gesagt, nee, ich fand den ersten bei Pacific Rim gut, für den zweiten jetzt auch nicht viel schlechter. Insgesamt, weil es eigentlich nicht das gleiche ist und es wird eigentlich geschichtlich doch irgendwo weitergeführt. Klar, so ein bisschen das Szenario ist ein bisschen dasselbe, dass der Sohn auch jetzt so
eigentlich nicht mehr da ist und wieder zurückkehrt und irgendwie den Tag rettet, aber es ist halt okay. Gibt schlimmere Filme. Dann habe ich geschaut. Ich gehe jetzt hier noch die letzten, die Filme durch. Ja, wie heißt es? Ich einfach unverbesserlich 3. Weil ich finde die Minions gar nicht so schlimm. Ich weiß, die Meinungen gehen weit auseinander. Aber es ist okay. Ein Armor-Level mehr. Naja. Dazu muss ich aber sagen, vollkommen in Ordnung. Wer die vorherigen gut fand, findet die auch gut. Und dann habe ich eigentlich als letztes den besten Film geguckt, den ich noch nicht kannte. Ich habe nämlich Arrivals geguckt. Und der war richtig gut, ey. Den habe ich als letztes geguckt, das ist ein Science-Fiction-Thriller, der aber nicht so Science-Fiction-mäßig ist, also schon so ein bisschen. Aus der Perspektive einer Sprachwissenschaftlerin, die, wenn Außerirdische auf die Erde kommen, den Erstkontakt mit denen herstellt. Und der war dafür, dass da überhaupt, weiß ich nicht. An sich ist das ein Film, der über, der gar nicht so Science-Fiction-mäßig ist, aber trotzdem richtig gut. Ich will jetzt nicht so viel verraten bei Arrivals, weil ich will den mir jemand angucken und so. Aber ich fand den gut. Ich fand den echt gut. Aber man muss halt schon, finde ich, den verfolgen. Also man kann das nicht so ein Film für nebenbei. Ach, das machen wir alles nächstes Mal. Eh nicht machen, weil mir fehlt normales Eisen. Aber es ist schön, dass ich eine neue Klinge jetzt kann, von der Tier 2